Wir feiern heute das 35. Sommerfest im Gießener Tierheim und wir bieten hier einige Aktivitäten an und wir zeigen natürlich auch unsere ehemaligen Hunde, die mittlerweile eine Menge gelernt haben, sodass jeder sehen kann, dass auch ein Tierheimhund lernfähig ist. Als ich im Hessischen Rundfunk noch die Redaktion von Herrchen gesucht, dem Klassiker, machen konnte, habe ich über 20 Jahre mit dem Tierschutzverein Gießen eng zusammengearbeitet. Also das ist so ein Tierschutzverein, auf den immer Verlass ist. Hat ja auch einmal von der Redaktion Herrchen gesucht auf einem Hessentag einen Preis bekommen und wurde zum Tierschutzverein des Jahres gekürt. Wir sind sehr dankbar, dass die Gießener Geschäftswelt sehr spendabel gewesen ist. Unser Tierheimfest steht unter dem Motto: Wir müssen weiterbauen, und dazu fordern wir natürlich alle möglichen Leute auf, weiterhin eine Bausteinspende zu machen und ein Klemmerchen zu erwerben. Ich baue mit. Das ist für uns das allerwichtigste Motto. Unser Geldtopf ist nämlich mittlerweile ziemlich leer. Wenn Sie sehen, was wir hier gebaut haben, dann verstehen Sie auch warum. Und wir sammeln jetzt weiterhin Spenden, um den nächsten Bauabschnitt vorbereiten zu können.